Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Majora's Mask. Und wie ihr seht, haben wir wieder Tag 1. Ich gehe mal kurz ins Pausenmenü. Da kann ich das Ganze ein bisschen besser erklären. Nämlich, ich habe die Zeit nochmal zurückgesetzt, bin nochmal in den Schädelbruchtempel gegangen, habe da nochmal den Miniboss und den Boss vermöbelt, damit wir auf Tag 1 hier wieder schön sauberes Wasser haben. Damit wir hier gleich nochmal in Ruhe die Sidequest machen können. Ohne irgendwelche Zeit im Nacken. Dann war ich noch auf dem Piki Bernia, hab da nochmal den Boss vermöbelt. Das wollte ich jetzt nicht nochmal unbedingt im Let's Play haben. Das hatten wir schon zweimal. Nämlich brauchen wir dafür die Froschquest, nämlich Frühling, was ich dann deshalb schon mal gemacht habe. Und ich war ebenfalls im Dämmerwald Tempel und hab da den Zwischenboss besiegt. Beziehungsweise halt diesen Frosch, der da den Masterschlüssel bewacht hat. Den brauchen wir nämlich auch. Und wir werden uns heute ein bisschen mit den Zeitquests befassen, beziehungsweise mit denen, die wir noch machen können. Die können wir nicht machen, aber diese hier. Das heißt, wir haben hier nachher ein Date und werden hier jetzt erstmal weitermachen. So, ich möchte mein Herzteil haben. Ja, ja, stimmt, ich muss ins Zentrum. Auf ins Zentrum! Wow, das war knapp. So, los geht's. Das kennen wir schon. So. Alter. Okay, safety first. Wir haben genug Zeit und wir müssen nur 20 Fackeln kriegen. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, kurz ausrichten. Und ausrichten. Und wieder nach links. Alter, der hat voll den Linksstrahl, der Junge. Sag ich doch, voll der Linksstrahl. Na, ausnahmsweise mal nicht. Ich muss uns gleich mal kurz neu ausrichten. Oh, das war knapp. Ich muss so kurz neu ausrichten. Die lasse ich mal stehen, dann können wir uns in Ruhe neu ausrichten. Oh, perfekt. Darüber. Und wieder darüber. Ja, ja, hin und her. Das fällt dir nicht schwer. Vor allem nicht, wenn der Hasenrunde aufhört. Wir fliegen da schon fast drüber. Ja. Wow, das war ein bisschen tollkühn. Wow. So. Wow. Alter, was ist hier los? Vorsichtig, wir haben die Zahl schon voll. So, wir können gerne weiterspringen, aber safety first. So. Und. Hopp. Das wird knapp. So, wunderbar. Und das war's. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu leicht, aber den Preis hast du verdient. Und das sehe ich auch so. Können wir mein Herzteil erhalten? Wir brauchen noch zwei. Und dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Sehr schön. Dabei wollte ich sparen, um ein großes Schiff zu kaufen. Aber jetzt muss ich wohl Konkurs anmelden. Naja, hättest du uns nicht so geärgert, würdest... Alter, ich will nicht mit dir reden. Hättest du mich nicht so geärgert, würdest du mir fast leid tun. Also, hier hoch. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir hier kurz langlaufen, als wenn wir um die ganze Menge rumschwimmen. Ach, ich liebe es, so kurz übers Wasser zu hüpfen. Tada! So, dann brauchen wir mal den Fanghaken gleich mal. Und ich guck mal, nein, gut. Wir haben noch Zeit. Autsch. Nach dem Fanghaken haben wir schon ausgerüstet, wie schön. Aber dafür brauche ich jetzt die Bomben. Und den Fanghaken. Fanghaken, komm her. Da ist er. So. Mit dem Fanghaken können wir jetzt endlich die Skulpturas hier kaputt machen, die hier rumrennen. Ja,
hast den Geist ein goldenes Cthulhu gefangen. Das ist meins. Und davon ist gleich Nummer 2. So. Noch eine? So. So, guten Tag. Dankeschön. Das hier ist nämlich eigentlich sogar schon das zweite Skulpturhaus. Es gibt zwei insgesamt. Und das erste steht in den Sümpfen. Ich finde, dieses hier ist wesentlich offensichtlicher zu finden. Und insgesamt gibt es in diesem Skulpturhaus 30 goldene Skulpturhaus, die wir alle killen müssten. Und ob eine Skulptur noch in einem Raum ist, hört man eigentlich ziemlich gut, wenn man noch dieses Rumkrabbeln hört. Und wenn man gut hinhört, kann man sogar erahnen, wo die ja sind. Da zum Beispiel. So, ich gehe mal kurz da hoch. Da oben. Alter! Alter! So, danke schön. So, ist da irgendwo eine hinter? Nö, sieht nicht so aus. Okay, da ist auf, da ist eine drin. Au. So, damit hätten wir schon mal 6. Hier ist aber noch eine. Oder sind die unter uns? Und eine rum. Ich könnte schwören, da läuft noch einer am Rand rum. Ach, da ist sie. Das war ziemlich fies. Voll daneben. Das wäre eigentlich auch voll daneben, aber hey, Hitboxen sei Dank. So. Danke. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Das kann ja so nicht funktionieren. So, auf ein neues. Vielen Dank. So. Da ist noch eine. Alter. Dankeschön. Also so, wir machen schon mal da gleich auf. So, da oben in dem Topf ist, glaube ich, noch eine. Oder? Guten Tag. Nicht? Nee. Hey. Okay. Da oben in den Topf. Das soll ich doch bis hierhin. Direkt neben den Topf. Uah. Hi. Oh, das hat ja tatsächlich funktioniert. Ist sie über uns? Aber die ist über uns. Da scheint mir keine drin zu sein, aber ich mach das trotzdem weg. Nein, da ist keine drin. Die scheint oben zu sein. Nur mal, um aufs Nummer sicher zu gehen. So geht's auch. Hi. Nope, da sind definitiv keine drin. Ich meine, die ist oben. Ah, wenigstens ein paar Pfeile noch. Oder steckt die dahinter? Auf nach oben. Nein, hier ist definitiv keine. Muss sie doch sein. Nie? Kenn ich doch. So, da warst du. Böses Cthulhu.
So, was sagt denn unser Date? Unser Date sagt, es ist Zeit für uns. Gut, dann porten wir uns mal kurz in die Stadt zurück. So. Auf zu unserem Date. Hi, ich möchte da durch. Wäre das möglich? Ich will es nicht anvisieren. Alter, ich will da einfach rein. Dankeschön. Nein, das wollte ich genau. Willkommen im Gasthof zum Eintopf. Haben Sie eine Reservierung? Ja. Sehr gut, die Reservierung liegt also vor. Herr Lüschi, nicht wahr? Ein Moment bitte. Herr Lüschi, das Zimmer wird Ihnen natürlich erst ab Nachmittag berechnet. Sie bekommen die Waffenkammer im ersten Stock. Hier ist Ihr Schlüssel. Danke schön. Du hast einen Zimmerschlüssel erhalten. Du weißt zwar nicht genau wieso, aber offensichtlich lag eine Reservierung unter deinem Namen vor. Du hast Glück gehabt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Guten Tag. Oh, du bist auch auf der Suche nach Kaffee? Ja. Ich habe eine Bitte, Kaffee. Ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche. Da sind wir ungestört. Du hast versprochen, sie bei Nacht zu treffen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Das klingt ein bisschen zweideutig, wenn ich das mal so formulieren darf. Naja, was soll's. Wir sind ziemlich unschuldig und nehmen das mal so, wie es da steht. So, ich möchte mal kurz zur Bank gehen und unser Geld ablegen. Ich weiß nämlich rein zufällig, dass da in der Waffenkammer eine nette Überraschung für uns ist. Und wir können eben noch 20 Rubine tragen, davon mal abgesehen. Ein Zahn bitte. Eins. Und 8. Bitteschön. So. Da läuft er immer noch. Alter, für die müssen wir uns ja bewegen. Wie der Flash. Einfach so. Wium, wium. Die würden uns gar nicht sehen. So schnell bewegen wir uns. So. Was haben wir denn da? Welche Überraschung! Gucken wir nach, was drin ist. Ein silberner Rubin. Wow. Mister S. Was für eine Bruchbude. Das soll ein erster Klassezimmer sein. Man kann alles hören, was im Zimmer nebenan gesprochen wird. Aber was soll's. Immerhin müssen wir es nicht bezahlen. Oh, oh, oh. Okay. Ich bin mit der Mann weg. So, das haben wir. Dann haben wir jetzt bis heute Nacht noch ein bisschen Zeit. So, aber erstmal holen wir uns doch die Truhe, die da unten ist. Da kommen wir ja auch easy hin. Hopp! Da fliegen wir einfach hin, sozusagen. Tata! Und noch ein silberner Rubin. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück zur Schädelbucht und machen da unser Skatulla-Haus weiter. Das war ja der einzige Grund, weswegen wir hier überhaupt dahergekommen sind. Da, Schädelköster. Ich frage mich, warum das Tal überhaupt Schädelköster heißt. Es sieht für mich nicht aus, als wenn es wie ein Schädel geformt wäre. Und wieso sollte man das Tal sonst Schädelköster nennen? Ja, halt's zu rahmen. Landslauf ist nicht gerade schlau. So geht's besser. Der Fanghaken. Dankeschön. Hey, schaut mal, da steht Mikaos Grab. Wir haben's nicht errichtet. Tja,
Da frage ich mich, ob das so unbedingt die schlauste Idee ist, das Grab gerade dahin zu stellen. Ich meine, die Zoras denken alle, wir sind die Kau. Wenn die dann mal Richtung Unruhestadt gehen und das Grab da sehen, upsi. Mal sehen, wie lange das dauert, bis die uns nicht mehr für Mikau halten. Das wird dann irgendwie so die zorarische Legende von wie Michael Jackson. Lebt er noch? Ist er tot? Er wurde lebendig gesehen. So, erstmal machen wir das Bild vom Horror-Kid weg. Warum auch immer hier ein Bild vom Horror-Kid ohne Maske hängt. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das gerade am Lichtverhältnis lag. Oh. Oh. Aber, das Horror-Kid auf dem Bildern hat, glaube ich, ein schwarzes Gesicht. Und, das ist, soweit ich weiß, in den späteren Versionen von Majora's Mask rausediert worden, dass das halt so hölzern aussieht. Weil Rassismus und so. Das Gesicht ist ja schwarz. Alter, du blödes Teil! Stirb endlich! Willst du wohl sterben? Hoffentlich, wie ich die Finger krieg. Wow, fall daneben. Warum steht sich überhaupt mit Feuerfallen? Deshalb. Wow. Natürlich muss ich wieder manuell zählen. So. Nope. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum dieses kleine, dieses Knochenskelett da steht oder sitzt und uns in Ruhe lässt, es gibt später noch eine Maske, mit der wir mit denen reden können. Oh, hi. Und die geben uns, würden uns dann halt ein paar Hinweise geben. Aber die brauchen wir ja nicht. Wir kommen auch ohne klar. Okay, da sehe ich doch schon, dass da was hinter ist. Sag ich doch. So, jetzt ganz vorsichtig rüberbalancieren. Da. Alter. So. Nein. Hi. Oh, hey, da sieht man schon eine. So, nehmen wir mal unsere geronischen Kräfte und schieben das Bücherregal hier zur Seite. Nein. So, das sieht man ja schon. Oh, ein Geheimgang. Nummer 1. Nummer 2. Danke schön. So. Dahinter. Nein. So wird das nichts. Hi. Gleich Empfang halt nehmen sollen. Danke. So, lass mich mal hier raus. Kurz lauschen. Nein, ich höre nichts mehr. So, hier waren wir durch. Das heißt, da bleiben jetzt nur noch die beiden Etagen auf der unteren Seite. Guten Tag, störe ich? Hi. So, rein zufällig weiß ich, dass auf dem Kronleuchter da oben welche sind. Da sind sie schon. So, nächste. Wow. Das ist ja knapp. Dann eben... Au! Alter, dann eben anders. So. Ist da noch eine hinter? Oh ja. Das war jetzt Zufall. So, und nur weil wir gründlich sein wollen. So, und wir gucken jetzt nochmal hier oben. Da.
Ah, ich glaube, müssen wir einen Zentimeter weiter höher. Alter! Scheiß Teil. So. Das ist voll die Verschwendung, ist mir bewusst. Das ist, als würde man mit einer Kanonenkugel auf eine Mücke zielen. Aber hey, mich stört's nicht. So, und hinter uns ist noch eine. Ich höre dich doch. Wahrscheinlich im Großen. Dankeschön. So, dann verbleibt nur noch ein Rätsel im Raum, nämlich diese farbigen Masken, die kann man mit Pfeilen anschießen und die muss man in der richtigen Reihenfolge treffen, dann öffnet sich das Tor da beim Kamin. Und da wir die Reihenfolge nicht wissen, müssen wir einfach mal durchprobieren. Okay, es ist schon mal blau am Anfang. Dann kommt rot und gelb. Nein? Okay. Gibt's grün? Auch nicht. Okay, dann ist ja, blau. Rot. Blau. Kommt jetzt gelb? Nein. Blau. Rot. Mein Teufel, wir brauchen einfach Pfeile. Pfeile? So, nochmal resetten. Blau. Rot. So, grün. Immer noch nicht. Na dann, blau, rot. Nope, wir brauchen wieder Pfeile. Jetzt kommt wahrscheinlich gelb als nächstes. Dann sind wir durch. Ich weiß es doch genau. Das ist das reinste Mobbing-Spiel hier. Dankeschön, da wenigstens hast du uns hochgeholfen. Gibt's hier Pfeile? Nein, aber Magie. Na, Pfeile. Naja, lassen wir das halt mal Teil sein. Gehen wir zurück. Guten Tag. Eins. Zwei. Drei. Jetzt da. Jetzt. Oh, wieder blau. Wieder blau. Rot. Blau, grün, blau, jetzt gelb. Dankeschön. So, es hat uns zwar ein paar Pfeile gekostet, aber was soll's. Na toll, da dachte ich, ich könnte mal die Pfeile sparen. Ne, den Rubin können wir uns schenken, wir können eh keine mehr tragen. Tada! So, zählen uns noch eins, dann haben wir noch einen Hilfscontainer. Sehr schön. So, jetzt fehlen uns noch fünf Skutoller und wir haben noch einen Raum vor uns. Sehr schön. Me? Hi. Ja, schaut mal, was da in dem Dings ist. Hey, lass mich in Ruhe. Das war doof. So. Erstmal hier. Hallo? Keiner da? Ach, da. So. Ich sehe nichts. Hier kann man doch sicherlich hoch. Nein? Okay, ich glaube, wir müssen um einen Umweg gehen. Guten Tag, euch habe ich vorhin doch schon, oder beziehungsweise dich habe ich vorhin schon gesehen. So. Da treffe ich noch nicht. Die ist doch dahinter. Nein, so funktioniert das nicht. Schauen wir mal von der Seite. Ja, geh kaputt. Ach, da war sie.
So, damit fehlen nur noch zwei. Da. Bestimmt dahinter. Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ach, da war sie. So, fehlt nur noch die eine. Die ist bestimmt oben. Da kommen wir hoch. Danke. Was? So. Hier ist sie nicht. Vielleicht hier. Auch nicht. Vielleicht da. Ja, Volltreffer. Au. Blödes Teil. Dankeschön. So, jetzt haben wir alle. Das heißt, wir können uns wieder von dir verpieseln. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Das wollte ich gar nicht. So, mit dem Fanghaken kommen wir easy wieder raus. So, jetzt müssen wir nur hochrennen. Hi, guten Tag. Ich dachte, ich hätte Geräusche gehört, also ging ich hinein, um ihn nachzusehen. Der Ort. Ist das so ein Bunker? Hast du den Ort gefunden? Ich bitte dich, lass mich hierbleiben. Natürlich nicht umsonst. Ich hoffe, das reicht. Du hast eine Riesenbörse erhalten. Dieser komfortable Beute kann bis zu 500 Rubine aufnehmen. Oh, sehr schön. Ich bin sehr froh, dass du das gut gebrauchen kannst. Ich brauche es ohnehin nicht mehr. Mann, warum brauchst du es nicht mehr? Ach Junge, du siehst aber ganz schön traurig aus. So. Auf zur nächsten Sidequest. Dazu müssen wir mal kurz in Abschnitt 2 gehen. Das heißt, kurz, wir müssen aber komplett durch den Abschnitt. Oh, hi. Es wundert mich, dass ihr immer noch da seid. So, wir müssen ganz nach hinten. Da, wo der Wasserfall ist. So, wir brauchen die Zora-Maske. So sieht man es von hier. Da unten diesen Raubschlein, den müssen wir besiegen. So. Oh, Volltreffer. So geht's auch. Okay, der hat schon mal kein Interesse an uns. Und damit haben wir ein weiteres Herzteil gefunden. Weil wir jetzt 4 haben, haben wir einen neuen Herzcontainer. Sehr schön. Verpiesen wir uns von mir. Da waren wir. Na, toll. So, dann wird es Zeit, den Wasserfall zu erklimmen. Da können wir hier die Palmen nehmen, auf den absetzen und da hoch zu hangeln. Aber erstmal müssen wir den Ort finden, an dem wir da raufkommen. So, gehen wir mal einen kurzen Umweg. Ich habe keine Lust, unseren Schild zu verlieren. Ein bisschen zurück. Oh, toll, falsche Richtung. Na, passt das schon? Nope. Das wird nicht funktionieren. Sag ich doch. Ja, wir müssen noch weiter da, Richtung Baum, Ast, Dingens, Kirchen. Das wollte ich nicht. Da runter damit. Wir müssen weiter hier hin. Und hier könnte es gehen. Na, sieht gut aus. So. Was? Oh, das ist voll verzogen. Was? Voll toll, der Punkt wird dann angezeigt, aber man kommt nicht ran. Geil. Kiste.
Ach, da geht's weiter. Da müssen wir ein bisschen weiter dahin. So. Uah, ein bisschen zu nah. So, und da wären wir schon. Wollte ich jetzt nicht runterfallen, das wäre ärgerlich. So, und damit herzlich willkommen bei den Stromschnellen. Maske rauf. So, hinter zum Lieber. Ich will mit dem Talken. Hallo? Jetzt taucht du nicht gleich unter. Dann liegt natürlich auch noch an die tiefste Stelle des ganzen Tümpels hier. Hi. Du schon wieder. Du kannst mich durch deine grüne Zeitung nicht täuschen. Du willst doch eine leere Flasche, nicht wahr? Hast du deine Lektion noch immer nicht gelernt? Okay, ich gebe dir eine. Aber zuerst musst du in weniger als 2 Minuten durch alle Ringe im Fluss schwimmen. Na, wie sieht es aus? Insgesamt gibt es 20 Ringe. Du musst in der richtigen Reihenfolge durchschwimmen. Schwimm immer durch den blinkenden Ring. Ich zeige dir den Weg. Also folge mir und fall nicht zurück. Okay, dieses Minispiel ist eines meiner Liebsten. Aber auch eines derer, die ich am meisten hasse. Und by the way, ich fühle diese Ringe... Das fängt ja gut an. Diese Ringe sehen mehr aus, als würden sie sich drehen, als ob sie blinken. So, machen wir es dadurch. Hier durch die Astgabelung. Und durch diese Astgabelung. Und durch diese. Wir schwimmen ihn einfach direkt hinterher. Solange der direkt vor uns ist, kommen wir auch nicht ins Zeitverzug. So einfach ist das. So. Und. Hui! Ich finde, das ist immer der Schwierigste, weil du den Sprung da teilen musst. Ach, da geht's durch. Naja, wir haben noch Zeit, keine Sorgen, Leute, wir sind bald da. Das war jetzt nicht so schwer. Der schwierige Part kommt jetzt. Oh, das war perfekt. Das ist gar nicht gut. Hast du mich gerufen, kleiner Bruder? Ich habe dich gerufen, großer Bruder. Eigentlich. Was? Eine leere Flasche? Ja, eine leere Flasche. Keine Sorge, kleiner Bruder. Für uns stellt eine leere Flasche einen Schatz dar. Nur weil du meinen kleinen Bruder besiegt hast, kann ich dir diese Preziose nicht einfach überlassen. Nicht einfach überlassen? Du sollst sie haben, wenn du auch gegen mich antrittst. Willst du es versuchen? Ja, klar. Die Regeln bleiben unverändert. Weil diesmal warten 25 Ringe auf dich. Fall nicht zurück. Nur dann schwimm vor, Junge. Ich werde dich dabei sein als dein Schatten. Habe ich zumindest vor. Weiß gar nicht, ob wir das beim ersten Mal schaffen. Das wäre ärgerlich, aber durchaus im Rahmen des Möglichen. Einige Ringe sind ein bisschen fies. Mal sehen, wenn gleich die Stelle kommt, wo man springen muss. Da kann es sein, dass wir verkacken. Wie gesagt, da kommt's oft, muss man den Winkel halt richtig treffen. Oder man schummelt ganz und schwimmt ganz an der Wasseroberfläche. Das geht, glaube ich, auch. Aber die Ringe hier, die sonst sind eigentlich relativ leiser. Okay, jetzt das Timing nicht vergeuden. Zu spät. Ja, wir sind durch den falschen Ring gesprungen. Okay, nochmal zurück. So.
Oh shit, das war völlig falsch. Aber hey, wir hätten ihn getroffen. Hätte ich jetzt nicht einfach durchschwimmen. Aber. So, wenn, dann wollen wir richtig rum durchschwimmen. So. Und jetzt ranklotzen, Leute. Der ist schon da hinten. Ich meine, wir haben zwar nicht mehr viel vor uns, aber wir sollten uns dennoch beeilen. Noch ein paar Tage können wir uns... Können wir uns eigentlich nicht erlauben. Wobei, es sind 20 Sekunden, wir sind fast da. Das sollten wir eigentlich noch schaffen. Und... Hui, das war knapp. So, jetzt sind das nur noch die zwei hier. Die sollten wir auch hinkriegen. Aber... Oh, fast verhauen. Jetzt geschafft, kleiner Bruder. Ja, geschafft, großer Bruder. Da gibt wohl nichts, was wir tun können, kleiner Bruder. Aber... Ah, was ein Schick, großer Bruder. Und damit haben wir eine leere Flasche erhalten. Verwahre Gegenstände in ihr und setze sie mit C ein. Wir haben dich unterschätzt. So, damit hätten wir das auch geschafft. Kalitura-Maske wieder runter, Haselnuss wieder drauf. Und ich will meine Ocarina haben. So, wir haben ja noch ein wenig Zeit. Gut. So, da war er. So, dann können wir nämlich schon mal alles für das zweite Skulpturhaus vorbereiten, beziehungsweise das erste, was hier in den Sümpfen ist. Und wir können auch mal beim Deko-König vorbeischauen, beziehungsweise beim Deko-Palast. Da ist ja immer noch ein Herzteil, was wir uns am Anfang nicht geholt haben. Da können wir jetzt einfach mit der Steinmaske oder mit der Felsmaske ganz einfach rein und uns das holen. Das sollten wir in der Zeit, die wir noch haben, eigentlich schaffen. Hoffe ich doch. Ach ja, und hier ist immer noch ein Frosch, mit dem wir quatschen müssen für die Froschquest. Man hat ihn schon gehört, aber er ist noch meilenweit weg. Und da hinten bei den Blumen sitzt er. Ja, ich höre dich doch, Junge. Ich bin doch schon unterwegs. Halte durch, ich komme zu dir. Froschmaske. Das war nicht die Froschmaske. So. Ah, Don Gero, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein? Ist der Frühling nun doch in den Bergen eingezogen? So ist es also wahr. Der Winter dauerte so lange an, dass sich langsam alle Hoffnung fahren ließ. Ich verstehe. Ich werde sofort in die Berge aufbrechen. So schnell, dass er sich gerade in Luft aufgelöst hat. So, weiter geht die völlig auch allein. Hui. Gerade nochmal so geschafft. Da war nichts weiter. So, wir brauchen mal kurz die Pfeile, damit wir den Oktopus da kaputt machen können. Bye. So, da kommen wir dann nämlich ganz easy vorbei. Hi, Affe. Was auch immer du hier machst, ist mir ein Rätsel. So, ich will hier mal kurz rein. Lasst ihr mich? Dankeschön. Ich bin auch voll der Deko, seht ihr? Und jetzt bin ich weg. So, auf zum Herzteil. So, sozusagen will ich mit denen zusammenstoßen, sollten wir nicht ganz easy an dem vorbeikommen. So, wir müssen mal ganz nach da hinten durch. Oh, da geht's ja gar nicht durch. Hi. Dankeschön.
So, und damit haben wir auch gleich ein weiteres Herzcontainer-Teilchen. Und dadurch, dass wir jetzt viel zusammen haben, haben wir jetzt einen neuen Herzcontainer. Sehr nice. So, das Geld nehme ich noch mit. Dankeschön. Oder vielmehr die Rubine. Da geht's immer noch nicht durch. Ach, da sind wir. Sind da unten eine Rubine? Ja, da sind noch Rubine. Ich glaube, für das erste Scutula-Haus, also das Scutula-Haus, was wir jetzt gleich machen werden, braucht man, glaube ich, Wundererbsen. Das heißt, ich werde nochmal kurz geradeaus weitergehen. Und nochmal zum Wundererbsenhändler gehen. Oh, da bin ich mit ihm zusammengestoßen. Entschuldigung! So. Wir müssen zurück. Hilft alles nichts. Unser Date ist gleich. Und ich würde es sehr hassen, die Dame warten zu lassen. Wenn sie uns schon nachts in ihre Küche einlädt, damit wir ungestört sind, lässt man die auch nicht warten. So, ein bisschen gedulden wird sie sich müssen, denn der Part ist jetzt auch vorbei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich Ciao.